Heute 7 Fakten über Elementarheld Blade Edge. Von allen Elementarheld-Monstern im Main Deck ist Elementarheld Blade Edge die Karte mit den höchsten Angriffspunkten. Blade Edge ist noch in der Karte Kartenhammer zu sehen. Das Anime-Artwork von Elementarheld Blade Edge ist zusätzlich noch auf dem Anime-Artwork vom Montagedrachen zu sehen. Wie auch die meisten anderen Elementarhelden basiert Elementarheld Blade Edge auf einem Charakter aus den Superhelden-Comics von Marvel oder DC. In seinem Fall auf Iron Man. Elementarheld Blade Edge ist eine der Coverkarten der Starterdecks 2006. Blade Edge ist möglicherweise der Partner von Elementarheld Neos, so wie der Buster Blader der Partner des schwarzen Magiers ist. Sowohl Blade Edge als auch der Buster Blader sind Erdemonster vom Typ Krieger der Stufe 7 mit 2600 Angriffspunkten, während Neos und der schwarze Magier Monster der Stufe 7 sind mit 2500 Angriffspunkten. Elementarheld Blade Edge hat zwei Fusionsformen mit Elementarheld Wild Edge und Elementarheld Plasma Weiß. Außerdem hat er ein böser Held-Gegenstück mit böser Held Malicious Edge. Beide haben das Attribut Erde, sind Stufe 7 und haben identische Werte. Außerdem fügen beide Monster durchschlagenden Kampfschaden zu. Das Artwork von Elementarheld Blade Edge basiert auf dem des Mangas, wenn auch mit einem leicht unterschiedlichen Hintergrund. In Staffel 1 von Yu-Gi-Oh! GX hatte Blade Edge ein anderes Artwork. Ab Staffel 2 wurde dann aber auch im Anime das bis heute einzige OCG und TCG Artwork verwendet. Und das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal und möge das Herz der Karten euch leiten.